Moin! Na, alles gut bei dir? Alles hervorragend. Gut geschlafen? Den Umständen entsprechend. Ja, und schön gefrühstückt auch draußen? Natürlich. Auch nee, nicht draußen. Da waren ja die anderen. Du bist ja gar kein richtiger Camper. Nee. Da waren das ja hat aber mit Camping hier auch nichts zu tun. Und Marc, hast du heute Pläne? Ja. Von denen du uns berichten möchtest? Oh, ist das geheim? Das ist ja alles total geheim. Okay. Scheiße. Ja, hab ich. Ich gehe nachher zu Truma und höre mir die ganze Wahrheit an über das Inet-Panel. Marc, das erzählst du schon seit Jahren. Ja, aber diesmal meinst du wirklich? Aber nee, vielleicht kriege ich diesmal wirklich eine Antwort. Ja, das glaube ich nicht. Und dann treffe ich mich nachher noch mit einem Händler. Da kaufst du ein neues Auto? Nee. Vielleicht verkaufst nicht. Du deins? Och. Weiß ich noch nicht. Also, ja, das ist dann. Da hört sich dann an einem Plan an, das ist ein Plan, ne? Und ihr cool. So? Ja, haben wir schon erzählt. Habt ihr schon erzählt? Ja, Aquaworld. Hinter uns seht ihr quasi eine Neuheit, beziehungsweise ist das basierend auf einer Studie, die 2013 eröffnet wurde von Knaus. Das ist so eine Mischung aus ja, Wohnwagen-Anhänger und irgendwie Yacht. Das hat halt so ein ergonomisches Design. Dadurch hat man halt sehr viel Platz und halt auch super durchdachte Features, wie zum Beispiel in der Sitzecke einen integrierten Arbeitsplatz. Also da kann man einfach mit Umlegen von einem Polster direkt einen Arbeitsplatz ja quasi erstellen. Guck mal, dann sitzt du hier und kannst arbeiten, ohne dass du was umhören musst. Gut, oder? Dann haben die einen Beamer an der Decke und natürlich ja, ein besonderes Highlight ist halt hier diese ja, sag mal Außenterrasse. Gefällt uns optisch auf jeden Fall gut. Ich würde vermuten, den gibt es aktuell noch nicht zu kaufen, da hier nirgendwo ein Preis oder so zu sehen ist. Aber guckt euch das auf jeden Fall mal an. Sieht sehr interessant aus. Wir haben hier einen ganz coolen Van in Halle 1 entdeckt, und zwar von der Firma Weinsberg. Das ist der Caralife 630 LQ. Ist halt so ein, ja, ich sag mal so wie so selbst ausgebaut, ein Van. Vorne die Sitzgruppe, also die Fahrersitze sind komplett vom Wohnraum getrennt und dadurch hat man quasi so eine L-Küche, L-Dinett. Die Küche ist aber gleichzeitig halt auch so das Bad. Oh, hier ist die Dusche quasi. Toll, mit integrierten Beauty Case. Toll, und im Spiegel. Fällt mir gut. Also wirklich wie selbst ausgebaut. In der Mitte den Tisch kann man rausziehen, dann hat man eine riesengroße Arbeitsfläche. Das Bett ist halt so zum Klappen, dadurch hat man halt einmal zum Sitzen oder halt auch zum Liegen die Möglichkeit. Und besonderer Clou ist, unter der, ja ich sag mal Dinette, ist halt ein Boden, den man aufklappen kann und da ist dann halt eine Dusche versteckt. Also wenn ihr hier auf dem Karawanensalon seid, schaut euch den auf jeden Fall an. Wir machen heute hier einen auf Messeschnorrer. Nee, also, nicht wir. Also Udo auch. Nee. Weil wir kaufen nichts, wir schnorren. Also wir haben jetzt gerade schon Eiskaffee getrunken. Der war sehr lecker, aber dafür haben wir auch an einem Quiz teilgenommen. Da war kein Quiz, da war eine Umfrage. Jetzt holen wir uns noch Popcorn. Und ja, mal gucken, was sonst noch so geht. Und wo Spaß. Wo ist dein Trolley? Den habe ich schon zum P1 gebracht, der ist nämlich voll. Und du musst noch irgendwie 17 Kilo Prospekte dann auch damit durch die Gegend fahren. Die sind da schon drin. Also, die sind schon drin. Ja. Was ist denn da drin? Gold oder was? Na gut, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier ein ganz cooles Wohnwagenkonzept entdeckt von Fendt. Und zwar ja, versuchen die halt so einen modernen Arbeitsplatz Richtung Homeoffice und so weiter zu generieren. Das ist im Moment noch so eine Studie, also ein Projekt. Ihr könnt da auch noch Feedback abgeben. Ist ganz interessant. Also da ist quasi wirklich alles durchdacht, der Arbeitsplatz. Und du hast halt, also das habe ich euch jetzt gerade nicht richtig gezeigt, aber du hast halt hier auch verschiedene Beleuchtungsstufen. Bei dem anderen drin sind sogar drei. Da haben wir auch noch mehr Steckdosen. Also das ist jetzt quasi die abgespeckte Variante von dem, der drinnen verbaut ist. Ja. Da hast du wirklich hier die LEDs runtergebaut, also nicht nur oben, sondern hier auch.
Und da kannst du dann so stufenweise je nach Augenringintensität am Konferenztag kannst du da dann noch ein bisschen nachjustieren. Mit ergonomischem Schreibtischstuhl, einer fest eingebauten Powerbox, dann hat man halt extra so, ja, ich sag mal so kleine Stühlchen, die man halt auch aufbauen kann, um mit mehreren dann zu sitzen, die aber auch wirklich platzsparend sind, einem Wasserfiltersystem. Einen sehr effizienten Filter verbaut, das heißt, ich kann da einfach Leitungswasser mit filtern und spare mir dann die Einkäufe im Supermarkt mit den großen Gebinden, die wir alle kennen. Heißt weniger Müll, weniger Pfandflaschen am Start. Also das ist so eben noch ein Extra fürs mobile Leben sozusagen. Natürlich eine richtig durchdachte Internetlösung. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Design ist auch ein bisschen, ja, ich sag mal, für Fans sehr peppig auf jeden Fall. Und guckt auf jeden Fall mal vorbei und schaut euch das an. Ich sage das nur aus dem Grunde, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, etwas größer wäre mir doch lieber und ich würde doch eventuell, dass man A, mit dieser Rechnung so ein bisschen rechnen kann. Das Zweite, was ich... Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Videosponsor, die Sturmleine vom Gurtshop. Vielleicht kennt ihr diese innovative Sturmleine ja schon aus unserem Video 5-mal besser als andere Sturmleinen. Falls nicht, verlinke ich euch das auch nochmal am Ende von diesem Video. Hier schon mal die 5 Innovationen kurz im Überblick. Die Multiaufnahme am Ende der Leine ist für sämtliche Heringe geeignet und die ganze Sturmleine damit bis 120 Kilogramm belastbar. Die integrierte Feder zieht bereits ab 500 Gramm und rödelt euch so nicht den Hering aus dem Boden. Das Material der Sturmleine ist aus Polyester, nicht wie bei den üblichen Sturmbändern aus Polypropylen und dadurch ist es deutlich UV-beständiger. Der Clip mit Notentriegelung lässt sich auch unter Volllast lösen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Und die Aufnahme an der Markise geschieht einfach über die Kederleiste oder über eine Zeltstange, wenn man jetzt vielleicht auch ein Sonnensegel damit abspannen möchte. Und somit ist die Sturmleine auch für sämtliche Systeme geeignet. Falls ihr euch die Sturmleine jetzt sichern wollt, dann findet ihr den Link zum Shop hier als QR-Code oder auch unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code Waldhelden könnt ihr zusätzlich 5% sparen und wir legen euch auch noch ein kleines Gimmick in den Karton. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer eigenen Sturmleine und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Wir hatten gerade schon mit der Kollegin kurz gesprochen, das ist ja mit der, also der erste Wagen, der so ein Slideout hat, ne? Für ein normales Wohnmobil. Genau, wir sind jetzt hier dank unserer neuen Technologie von Gallery, das wir ja vor 2 Jahren neu vorgestellt haben und jetzt serienreif habe, wollten wir das natürlich noch weiter ausprägen. Und unser Motto ist ja bei Durst nach klein fahren, groß leben. Mhm. Und wie kann man das erzeugen in einem Fahrzeug? Und das wird nochmal das weitere Rooftop verbaut, wollte man hier einfach mal das Slideout Technologie nutzen. Und da hat man es leider, gibt es ja bei großen Fahrzeugen, aber hier bei den kompakten Fahrzeugen, 3,5 Tonnen Liga, dank unser Luftbalgesystem wäre das Ziel, dass wir hier hinkommen. Wie groß ist der Slideout? Also hier fahren wir jetzt ca. 65 cm raus, okay, macht so ungefähr 1 Quadratmeter mehr Raum. Mhm. Man merkt es halt schon hier, der Raum. Ja, definitiv. Klar, Tisch ist auch sorgfältig verstaut, damit es dann auch mehr Platz ermöglicht. Das ist jetzt die Sofa-Funktion, hier würde dann noch ein Tisch irgendwie eingeschoben werden. Also hier auf der Schiene kann ich das kurz mal darstellen, wenn Sie sehen möchten. Ja, gerne. Also einen, ich könnte auch gerne auf die Sofa sitzen. Machen Sie es gemütlich. Ja, danke schön. Wohlfühle wie zu Hause. Also hier sieht man einmal umgeklappt. Dann auch wirklich in 2 Handgriffen dann erledigt. Genau. Schau ganz einfach raus. Klappt sich ganz einfach wieder zu. Also einmal am Couchtisch, niedrige Position. Da kann man dann auch hochfahren. Genau. Und das wird dann das Bett auf. Das ist dann auch das Bett. Nein. Nicht? Nein. Das Bett sitzt auf dem Bett drauf. Und das braucht man nicht fürs Bett? Nein. Das ist einfach nur. Wird ausgezogen? Genau. Ah. Schlafkraft. Das machen wir gleich auch nochmal, wenn das geht. Genau. Weil der Tisch dann wieder wegmache, also sehen Sie alles einfach. Ja. Platz. Schnell und einfach. Auch der Fernseher lässt sich einfahren nach unten. Also da gibt es auch. Allerdings elektrisch, da gibt es eine Fernbedienung. Da kann man Fernseher da komplett verschwinden lassen, damit man auch hier mehr Platz hat noch tagsüber. Ja, schön. Kleiner Barschrank, jetzt für hier Aussicht, abends gemütlich zu machen. Und ich möchte noch kurz mal zeigen, wie sich hier diese Schlafbank umbaut. Das sind halt nur die
bisschen wegmache. Und dann geht es ganz einfach in einen Handgriff. Das ist cool. Was haben wir da für eine Liegefläche? 2 Meter mal 1,40. Also da. Und auch noch die Möglichkeit, hier noch, auch noch vorbeizukommen. Ja. Genau. Perfekt. Ja. Wie ist das mit der Isolierung von dieser? Also die Luftkammer sind natürlich von der Dämmung her deutlich besser als wie eine konventionelle Seitenwand. Haben wir die verschiedenen Prüfentests gemacht beim Visual Gallery. Da sind wir bei heute knapp 7 bis 10 cm Luftballgestärke, was auch hier in verschiedene Luft, mit Luft gefüllt ist, Luft isoliert, gedämmt. Also von dem her sind wir halt hier mit guten Werten. Ziel ist natürlich, das Fahrzeug auch winterfest, wintertauglich und winterfest zu machen. Mhm. Noch hier sind wir in der Studie. Ja. Wenn es dann umgesetzt wird, natürlich, wenn wir das Maximum dafür tun und unsere Techniker sitzen da schon, wenn dann dran sitzen und das dann alles auch sauber dann fertig zu entwickeln. Wird das hier dann für den Slider wahrscheinlich, die genau. Das wieder einfällt. Und wie weit ist das noch? Tragen dich deine Füße noch? 150 Meter circa. Guck mal, wie platt die sind schon vom ganzen Ding. Runde Füße habe ich. So, moin zusammen vom zweiten Tag P1 Caravan Salon. Wie man offensichtlich hört.